Sei gegrüßt, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin, hier ist Wiesław Seewald. In diesem kurzen Video möchte ich dir von meiner Stalingrad-Reise erzählen, was wir dort erlebt haben und was die Teilnehmer im Mai 2019 erwarten wird. Zur Information, falls du es noch nicht weißt, am 2. Mai fliegen wir von Deutschland mit einer Gruppe von Menschen nach Stalingrad, um dort noch die gefangenen Seelen von der Wehrmachtsseite auch zu befreien und kommen zurück am 12. wieder nach Europa. Der Sinn der Reise ist es, auf der einen Seite noch die gefangenen Seelen freien zu lassen, aber auch sehr wichtig wird es sein, einen persönlichen Beitrag zu leisten in der deutschen Kollektivseele, damit die Schuld auch dort geheilt wird. Und zwar nur, wenn man das Ganze, die Vergangenheit anschaut, sich gegenseitig auch verzeiht und das Ganze auch in die Heilung bringt, erst dann können wir wirklich ein deutsch-russisches Bündnis aufbauen in der Zukunft. Denn die Vergangenheit, energetisch gesehen, belastet ja auch dann die Gegenwart, wie auch dann die Zukunft. Und deswegen, wenn wir eine positive Zukunft mit Russland aufbauen wollen, wie gesagt, ist es sehr wichtig, erstmal die Vergangenheit auch zu heilen. Und falls du Interesse hast, auch dann mitzukommen, hast du noch dann die Möglichkeit, musst dich aber ziemlich schnell beeilen, wenn du das Visum bekommst und wenn du Hilfe brauchst, helfen wir auch dann dir dabei, dann kannst du auch mit uns gemeinsam von Deutschland aus am 2. Mai wegfliegen. Und wie gesagt, bis zum 12. sind wir dann dort. Damit die Reise auch dann stattfindet, war ich gemeinsam mit meinem Bruder, dieses Jahr im März 2019 waren wir in Stalingrad, um mit den Verantwortlichen vor Ort auch dann zu sprechen, aber auch gleichzeitig dementsprechend die Sachen vorzubereiten. Und egal, mit wem ich gesprochen hatte, also auch von der russischen Seite dort, ich hatte auch ihnen erzählt, was unser wesentlicher Auftrag ist, und zwar dort noch die gefangenen deutschen Seelen freizulassen, möchte ich nochmal sagen, kein einziger hat mir gesagt, ey, Spinze, welche gefangenen Seelen und so weiter, sondern jeder, mit dem ich darüber gesprochen hatte, hat es mit einem vollen Verständnis auch darauf reagiert und die haben es begrüßt, dass auch dann von der deutschen Seite so eine Reise stattfindet und von niemandem dort konnte ich so einen Hass oder irgendwas empfangen, ja, oder auch dann erleben, dass die sagen, ja, also, das sind ja wirklich Gräueltaten dort auch gewesen in Stalingrad. Wie gesagt, die Stadt war zu über 90% auch dann zerstört, dass man mit Gedanken gespielt hatte, woanders dann die Stadt neu aufzubauen und die praktisch liegen zu lassen, weil die so in Schutt und Asche auch dann war. Doch, wie gesagt, die Stadt wurde neu aufgebaut. Und von der russischen Seite her ist das, was ich auch dort gespürt habe, dass die warten so regelrecht darauf und von der deutschen Seite kommen immer wieder Menschen nach Stalingrad, sei es jetzt in die Museen oder auch auf die Friedhöfe, es gibt ja dort einige, und schauen sich dort das Ganze an. Und als die Menschen erfahren haben, und praktisch was der Sinn und Zweck unserer Reise ist, das, und zwar die Vergangenheit zu heilen, um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen, haben alle es begrüßt, mit denen ich gesprochen hatte. Und das war nochmal ein sehr gutes Zeichen, dass auch von der russischen Seite dort vom Volk her die Hand, bildlich gesprochen, gestreckt wird, um die Vergangenheit zu heilen und eine lichtvolle Zukunft gemeinsam aufzubauen. Und ein Ereignis ist dort auch mir passiert, und zwar als wir bei der Stadt Mamajew Kogan waren, dort gibt es einen großen Denkmal, und zwar wo praktisch auch in einem Gebäude, wo ewiges Feuer brennt, sind ungefähr 7000 Namen draufgeschrieben von den Menschen, die besondere Verdienste auch dann gehabt haben. Und von einigen habe ich gehört, dass pro Tag sollen dort so viele Menschen ums Leben gekommen sein, wenn man die ganze Belagerungszeit auch dann mit berücksichtigt. Als ich dort war, waren auch dann, also der Himmel war zu, doch interessanterweise ist, als wir waren, ist das wie ein Raumschiff, welches du jetzt auch auf dem Foto siehst, das ist wie ein Raumschiff von oben,
durch die Decke schien die Sonne und hat sich so aufgezeigt, ja, als ob ein Raumschiff von oben kam. Und das war dort, wo ich damals war, war das für mich ein sehr gutes Zeichen, denn das ist von der feinstofflichen Welt. Die sehen das Ganze und begrüßen das Ganze, dass diese Reise auch im Mai 2019 stattfindet. Ich persönlich finde es sehr wichtig, dass wir, bevor wir eine Vergangenheit, bevor wir die Zukunft aufbauen, erstmal die Vergangenheit aufräumen. Und das ist der Auftrag, den ich auch bekommen hatte und ja auch dann ausführen werde. Gemeinsam mit anderen, wie gesagt, werden wir am 2. Mai dorthin fliegen, um die Vergangenheit zu heilen und auch dann in der deutschen Kollektivzelle das Ganze zu heilen. Und letztendlich jeder Einzelne, der dorthin kommt, der wird auch eine Ahnenheilung bei sich in der eigenen Ahnenreihe auch machen. Denn wie das so schön in der Bibel heißt, also das heißt nochmal, ja, dass für die Taten ihrer Eltern müssen die Kinder bis zur 7. Generation das Ganze abarbeiten. Und falls bei dir jemand, sei es jetzt am Ostfeldzug teilgenommen hat oder sogar in Stalingrad gekämpft hat oder beziehungsweise vermisst wird, dann lade ich dich recht herzlich, komm mit uns gemeinsam nach Stalingrad dieses Jahr im Mai. Falls du mehr darüber erfahren möchtest, unter dem Video steht mein E-Mail, also die info@seewald.ru. Schreib mir gerne auch auf diese Mail und er schickt dir alles weitere zu. Muss dich aber, wie gesagt, schon ziemlich schnell beeilen, weil es ist weniger als ein Monat, welches dann noch übrig bleibt. Für die Unterkunft und so weiter wird für uns alles dort gesorgt, weil wir im Mai alle, also im März dort waren, haben wir es angeschaut, ja, dass, wie das alles für uns organisiert wird. Von der Seite, es wird eine sehr wichtige und sehr bedeutsame Reise sein. Und falls du im Inneren spürst, dass du auch einen Beitrag leisten möchtest, Heilung in deiner eigenen Familie zu machen, in der deutschen Kollektivseele, und einen persönlichen Beitrag leisten möchtest für die Versöhnung zwischen den Deutschen und den Russen, dann lade ich dich recht herzlich, komm mit uns gemeinsam, denn gemeinsam sind wir noch stärker und werden noch größere auch Ergebnisse erreichen. Mama.